Der Gewerbeverein von Michelstadt und seine Mitglieder arbeiten eng zusammen mit der Stadt Michelstadt. Rund ums Jahr werden viele Veranstaltungen unterstützt und von verkaufsoffenen Sonntagen bereichert. Zum Ostereiermarkt im Frühjahr hat der Gewerbeverein sich ein Gewinnspiel ausgedacht. Und wir haben uns hierzu eine Stadtrallye einfallen lassen, um die Aktion zu unterstützen. Und ich finde ja, dass diese Stadtrallye sehr lustig ausgefallen ist. Am Sonntag zum Ostereiermarkt gibt es bei uns frische, duftige Waffeln am Stiel. Wir freuen uns auf euch. Wir, das Team von der Buchhandlung Schindelhauer in Michelstadt in der Bahnhofstraße, hat für Sie schon einige Novitäten des Frühjahrs bereits gelesen. Hallo zusammen, mein Name ist Christiane Adler, ich bin Geschäftsleiterin bei Henschel in Michelstadt. Wir führen auf 3 Etagen Markenmode für Damen und Herren von Kopf bis Fuß. In der Stadtrallye wird es bei mir gehen um das Teufelszeugs. Und wir sind von der Firma Schmugger in Michelstadt, hier am schönen Marktplatz und freuen uns auf Ihren Besuch am Ostereiermarkt zum Verkauf am Sonntag bei uns hier im Geschäft. Auch in schwierigen Zeiten halten wir zusammen. Die Langpartie ist nicht einfach ein verkaufsoffener Sonntag, den man uns gestrichen hat. Das war vielmehr eine Auftaktveranstaltung im Frühling. Wir haben seit 2011 die Langpartie, die haben wir damals entwickelt, kann man sagen, oder aus der Taufe gehoben, dass Anfang des Jahres gleich Leute in die Innenstadt kommen, um zu sehen, was hier der Einzelhandel, das Gewerbe, was Michelstadt zu bieten hat. Warum soll es den kleinen Händlern, die mit ihren Ladengeschäften Wichtiges zur Belebung der Innenstädte beitragen, nicht erlaubt sein, wenigstens an wenigen Sonntagen im Jahr mitzuhalten? Auch so werden Arbeitsplätze gesichert. Das schwarze Eis von Bernd Siefert bleibt hoffentlich eine Ausnahme für Michelstadt. Heute unterstützt der Gewerbeverein das Altstadtfest mit der Nacht der 1000 Lichter und diversen Ständen draußen auf der Straße mit Getränken oder mit Essen oder mit sonstigen Aktivitäten und morgen mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Und gerade war ein Kunde da, der hat solch einen Vor-Ort-Gutschein gehabt. Das ist ein Geschenkgutschein der Gewerbevereine Erbach und Michelstadt. Den haben wir ins Leben gerufen im letzten Jahr. Und die Geschäfte, die den akzeptieren, die haben solch ein Schild an der Eingangstüre. Dieser Abend ist in guter Erinnerung geblieben. Bis in die Nacht hinein einkaufen und eine gute Stimmung in der Altstadt. Tvojich koní, neboj sama milá, hoja koně mého, však leží šablenka podla něho. In den Versammlungen sprechen Vorstand und Mitglieder über die Veranstaltungen und bereiten das nächste Event vor. Das ist etwas, was jetzt im Gewerbeverein als solches wir machen, also als solches im Gewerbeverein machen wollen. Wir machen das jetzt. Also kann man dann, wenn das super läuft, kann man dann auch weitergehen auf Kreisebene und Städte können sich zusammenschließen und richtig was Tolles draus machen, weil wir wollen erst einmal damit anfangen. Stimmen wir offen ab. Wer dafür ist, dass die Christiane Adler den Vorsitz im Gewerbeverein übernimmt, den ersten Vorsitz, den Mischungshandzeichen? Ich glaube, an die Spitze muss einfach jemand, der die Sorgen und Nöte der Innenstadt versteht und auch teilt. Im Herbst beteiligt sich der Gewerbeverein mit seinem traditionellen Weinbrunnenfest an der Kirchweih. Da darf der beliebte französische Gourmetmarkt nicht fehlen. Also sowas funktioniert auch nur mit einem Gewerbeverein, der aktive Mitglieder hat.